Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 mit unserem Sauber F1 Team in meiner Solo-Karriere. Heute sind wir beim großen Preis von Abu Dhabi, das Saisonfinale. So, und sehen auch schon unsere Rennziele. Wir sollen das Rennen auf dem 19. Platz abschneiden. Höhere Platzierung aus Lewis Hamilton, unseren Rivalen, und Marcus Ericsson besiegen. Jo, Ziel für die Fahrermeisterschaft 19. Platz. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich will mal was Neues ausprobieren, weil das letzte Mal so gut die Aufholjagd geklappt hat. Will ich einfach mal vom letzten Platz aus starten und habe daher das Qualifying übersprungen. Ich bin gespannt. Auf zum Rennen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt bereits die Abenddämmerung ein, so wie auch bei der neuen Formel-1-Saison. Das ganze Jahr über entwickelte sich eine spannende Geschichte. Werden wir vor dem Ende noch eine überraschende Wendung erleben? Die Fahrer werden heute auf der Insel Yas von 21 Kurven mit einer runden Länge von 5,4 Kilometer begrüßt. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen in den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Ende der Saison. Bringen wir sie mit einem Höhepunkt zu Ende. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Raikkonen, Nico Hülkenberg und Button. Alonso, Perez, Verstappen und Danny Quert. Ricardo, Sainz Junior, Marcus Ericsson und Haryanto. Gutierrez, Wehrlein, Romain Grosjean und Felipe Massa. Bottas und Magnussen. Jolyon Palmer und ein sauber vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, dann schauen wir uns mal die Rennstrategie an. So, die besagt ein Boxenstopp mit Superweichen und Weichenreifen. Keine Ultras. Okay. Was sind wir hier? Drei Boxenstopp. Einmal Ultras, einmal Soft. 40, 43, okay. Nehmen wir einen Boxenstopp, 40. Ah, drei Boxenstopps. Ultras sind natürlich um einiges schneller. Aber durch drei Boxenstops verlieren wir natürlich auch Zeit, aber theoretisch nur 11 Sekunden fast. Ja, ich finde die Ultra irgendwie geiler, ehrlich gesagt. Ja, wir versuchen mal drei Boxenstops diesmal. Gut, okay. Das war's. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück.
haben wir die schon gedreht. Zum Glück kein Schaden. Hoffe ich. Ja, Glück gehabt. Fliegen wir vorbei hier. Sehr schön. Ups, das war ein bisschen zu lange auf der Bremse. Oh, da geht's aber ab. Das wird wohl uns heftig angehen. Pascal Wehrlein ist aus dem Rennen. Ich würde sagen, der Start, der war schon mal genial. Bin gespannt, wie das hier so weitergeht. Oh, das war knapp. Da haben wir früh gebremst. Teamkollege ist auf Platz 13. Sehr cool. Können wir erstmal eine Rundenmanöver starten. Sollen wir uns ran. Fahren wir ein bisschen versetzt. Für unseren Teamkollegen hier nicht ran. Wir ziehen schon wieder ab. Oh, der Teamkollege macht Plätze gut. Cool. Nein, Markus, was machst du denn da? Okay. So, oder? Mit den gelben Flaggen oder wieso? Oder? Kann ich das nichts spielen? Muss der irgendwie vorbei? Schade für unseren Teamkollegen. Ich schalte da nicht aus. Ach, da ist auch einer, der uns sagt. Ist klar, ist immer schnell. Er stand doch quer. Wie hat das denn so schnell geschafft? Krass. Platz 11 kommen wir langsam ran. Sainz direkt vor uns. Ja, das war auch so stark gegenlenken immer in der Kurve und echt, das Auto fast aus, wenn man hier so hart in die Eisen gehen muss.
Sehr schön. Schnellste Runde. Also Moment. Klappt das Last to First sehr gut. So, den letzten zum ersten eventuell. Ja, erster ist natürlich nicht das Ziel. Ganz viel Spaß jetzt. So, Reifen sind auch noch gut. Ja, Beziehung ist auch gut. Oh, wer hat denn DRS? So, DRS. Wo wollen wir aber nicht können? Jetzt aber dran. So, jetzt müssen wir aufpassen, hier bremsen sie echt früh. Wieder ein bisschen vom Gas. Ja, das war auch richtig. Dran. Gucken. Wenn wir jetzt vorbeikommen, könnte sein. Sehr schön ran. Sehr gut. Das hat auch gut geklappt. Kein DRS. Könnte sein, dass er jetzt einen Angriff startet. Boah, ich habe böse verbremst. Da war ich viel zu schnell. Gut, ich muss sowieso rein. Diese Runde. Kann man es vielleicht erkennen, wie das Heck ausbricht? Ganz massiv an der Kurve hier. Ist echt nicht so einfach.
So, jetzt zum ersten Mal Box. So gut reingefahren. Gucken, wo wir rauskommen. Kommt, Jungs, schnell Box ist auf. Fertig, los jetzt. Sehr schön. Auf dem 13. Platz raus. Oh. Kriegen auch gleich wieder Anschluss. Sehr gut. Schöner Stop. Haben einen mega Vorteil zu dem vor uns und hinter uns. Wir fahren nämlich mit Ultrasoft. Schöne Sache. Kriegen sogar noch mal Ultrasoft gleich. Das finde ich gut. Ich glaube, das war ganz schlau. Aber warten wir es mal ab. Ja, hier habe ich irgendwie plötzlich einen längeren Bremsweg. Das liegt. Jedenfalls schnelle Rundenzeit bisher. Sind wir an Button dran? Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Gucken wir, sollen wir es noch näher ausscheren? Jedenfalls nicht. Da sind sie wahrscheinlich neben uns. Knapp, weil ich dann reingezogen bin. Oh, der nächste aus dem Rennen. Krass. Und verbremst. Das war knapp. Das war viel zu spät gebremst. So. Jetzt haben wir Alonso vor uns. Schon wieder in der schnellsten Runde. Oh, Alonso hat auch die Ultraweiche. Interessant. Gleiche Strategie. Wird nicht reichen, weil auch der ist. Nee, das ist mir zu eng. Das ist mir zu eng. Gleich noch eine Chance. Die duellieren sich ja schön. Er kommt nämlich nicht raus hier. Sehr schön.
Boah, super. Zack, zwei Blitze. Cool. Damit sind wir auf Platz 9. Ja, sehr schön. Direkt hinter Max. Ja, Teamkollege in der Box. Markus ist in der Boxengasse. Ein paar Informationen zu Hamilton. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. So, unser Rivale, darf man nicht vergessen. Attackiert mit dem Körper. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ja, komm, sauber, saug dich ran. Ja, klappt super. Sehr gut. Aktuell läuft alles nach Plan. Perfekt. Schön Platz 7. Fahrer vor mir. Bestätige. Oh, klappt ja wieder gut. Fahrer vor mir. Sainz liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,8 Sekunden. Du holst pro Runde 3 Sekunden auf. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,48. Sehr gut. Sind wir aktuell auf Platz 5. Wir sind sogar vor Hamilton. Sehr geil. Gefällt mir. Fahrer hinter mir. Die Reifenstrategie geht momentan voll auf. Ja,
sind wir sogar hinter Rosberg. Cool, schön Platz 4. Fahrer vor mir. Rosberg vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 10,5 Sekunden. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden zurück. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Wir hoffen, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 45,1. Okay, ich fahre sogar zurück. Schade. Das wäre natürlich cool gewesen jetzt. Abstand zu Hamilton gewinne ich, oder? Sehr cool. Hamilton. Da kommen alle, die wir überholt haben, erstmal. Er wird wieder schneller. Darum glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Losfahren, losfahren. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Ja, wir kommen auf den 10. Platz, glaube ich, raus. Oder 9. 9. Sehr gut. Schön. Da geklappt. Da hat die Runde ja doch noch was gebracht. Konnte ich noch ein bisschen was raushauen. Das Rennen ist vorbei. Spannend, wer jetzt gleich noch in die Box fährt. Upsala. Das war ein bisschen geschnitten. Ein bisschen doll. Ja.
Oh, unser Teamkollege ist knapp vor uns. Sehr cool. Das ist natürlich geil, wenn er in die Top 10 kommt. Also bisher geht meine Boxenstrategie echt gut auf, also keiner fährt so richtig lange auf Ultras. Das gibt uns echt einen guten Geschwindigkeitsvorteil. Weil mit Soft haben die Jungs einfach keine Chance gegen unsere Ultras. Schnellste Runde. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,4 Sekunden. Das ist auch noch schön hinter uns. Sehr gut. Gut fürs Team. Sehr cool, wenn der in die Punkte kommt. Der Markus. So, Hülkenberg werde ich mir jetzt schnappen. Damit sind wir auf Platz 6. Again. Und haben Science wieder vor uns. Ich habe Hülkenberg am Arsch, der ist jetzt sauer. Den wir also einfach überholt haben. Also auch keine Chance gegen uns. Sehr cool. Hier unser Reifen aus. Zu viel aufs Gas.
böse Linie. Hülkenberg ist auch noch dran. Ja, könnte er es. Erstmal DRS. Aber das reicht nicht. Die Gerade ist nicht so lang. Aber wir sind dran. Sehr gut. Platz verteidigen. Kommt dran, aber reicht nicht. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Jetzt die Frage, ob ich noch eine Runde draußen bleibe. Mit den Reifen. Ich glaube ja. Hier jetzt ein bisschen bemerkbar ist. Ups. Ja, komm, eine machen wir noch. Na, guck mal. Sainz fährt rein. Scheiße. So, vor uns ist wieder Rosberg. Hinter uns wieder Hamilton. Alles klar. Gleiche Spielchen wieder, aber wir haben diesmal ordentlich Vorsprung vor Hamilton. Ist gut für uns. Weil wir jetzt, glaube ich, an die Box müssen. Ja, jetzt müssen wir an die Box. Scheiße, ich bin da noch ein Fehler. Ich gucken wollte, ob ich mit irgendwie rauskomme. Oh, ich bin ganz raus. Das ist nicht gut. Rang nach Boxenstopp. Fünfter. Hinter Hamilton sollen wir rauskommen. Okay. Gucken wir mal.
Brauchen wir einen schnellen Boxenstopp, Jungs. Come on! Fahr raus! Fahr ja, jetzt raus! Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Oh, fünfter wird nix. Sechsten Platz haben wir aktuell. Und sechsten können wir halten. Sehr gut. Aber der Box ist doch wohl ein Tick zu lang. Komm hinter Ricardo raus. Wir kriegen gleich der S. Schön. Und können uns vielleicht den Platz wiederholen. Na, Kampflinie. Komm, wir lassen ihn ziehen. Und wir gleich hier. Oh, guck mal, kommen wir viel besser raus. Schön. Dann noch DRS. Dafür kommt er hier schlecht. Warum? Boah, fünfter Platz ist auch schon mal ein Spitzenergebnis bisher. Würde ich sagen. Wir haben auch die frischeren Reifen. Gucken wir, ob wir Hamilton nochmal angreifen können. Ich bin mal gespannt. Auch die besseren Reifen. Gucken wir mal. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,5 Sekunden. Ja, 11,5 ist ja eine Ansage. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,2 Sekunden. Das war zu hart attackiert. Status Teamkollege. Markus ist gerade auf P9. Okay, cool. Zum Teamkollegen 11,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,45,8. Das hört sich doch cool an. Es würde Punkte geben von Markus. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus.
Runden haben wir noch? Brauche ich gerade. Wir haben noch Benzin für etwa 4 langsamer als Hamilton. Krass. So hab ich gedacht. Das war auch gerade, weil wir so gut durchgekommen sind bisher. Hab ich gedacht. Ich bin auch gerade ein bisschen raus. Ich vergesse meine Heizung auszustellen in meinem Raum hier. Ich schwitze hier wie sonst was. Aktuell. Jetzt ist das Rennen auch noch ganz schön anstrengend irgendwie. Boah, ich merke mir so, ich komme voll raus hier. Concentration. Wenn ich auf Hülkenberg auflaufen hier. Das war neu, die Ansage hatte ich auch noch nicht. Noch fahre ich, Jungs, von daher scheint es ein Sensorfehler zu sein.
Okay, scheint hier ein bisschen reinzukommen. Und die Zeit gegen Hamilton ein bisschen verbessern. Oder das ist heute der Aufgabenlohn. Gucken wir mal. Das ist schön für Vettel. Leider sind ja alle Punkte schon vergeben. Oder vielmehr Kimi ist Weltmeister. Da ist sowieso egal, wer hier gewinnt. Weil Konstrukteurtitel ist auch schon vergeben. Ja, wir machen es ja wegen des Thousand Points. Und weil wir natürlich Rennfahrer sind und gewinnen wollen. So. Final Lap. Sieht sehr gut aus für den fünften Platz. Mehr ist aber nicht drin, leider. Aber ich würde sagen, damit können wir leben. In unserem sauber letzten Platz ausgestartet. Das ist okay. Gutes Ergebnis. Gibt noch mal ein paar Punkte. Und unser Teamkollege müsste auch in die Punkte kommen. Status Teamkollege. Ja, das wollte ich nicht. Status Teamkollege. Markus jetzt auf P10. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 22,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 47,6. Ja, hat nochmal Platz verloren. Reiß dich zusammen, Markus. Liegt das denn noch? Platz 11 lang ist. Oh, da ist Vettel auch schon im Ziel. Und das Feuerwerk kommt. Gute Arbeit, du hast dich wirklich gut geschlagen. Brillant gefahren. Danke, danke. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Meiner Meinung nach muss das heute der Sauberpilot sein. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe anderer Autos gezeigt, aber auch eine Menge Reife und Geduld in schwierigen Situationen. Die Konstrukteursrangliste steht zwar vielleicht schon fest, aber werfen wir noch einmal einen Blick darauf. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Gott sagen, also wenn ich nicht Fahrer des Tages bin, ja, dann weiß ich auch nicht. Hier schön 17 Plätze nach vorne gepusht. Das ist doch mal ein Titel wert. Nein, Markus hat es doch nicht geschafft. Oh, das war aber ärgerlich, ey. Schade. In der letzten Runde noch den 10. Platz abgegeben. Na, schade. Gut. So, damit beenden wir die Fahrerrangliste auf dem 5. Platz, wie erwartet. Konnten ja auch nicht mehr absteigen. Und Sauber ist unter den Top 3 Teams. Bam! Aber wenn das mal nicht gut ist. Für die erste Saison mit Sauber. Läuft bei Sauber. So. Ein paar Ressourcenpoints. Dann haben wir 3603. Sehr schön. Die Rivalität, die haben wir leider verloren. Da ist sie verloren. Das war aber auch klar. Gegen Hamilton hatten wir nicht so die Chance. Aber wir haben uns gut geschlagen. Wir haben das Qualifying gemacht. Das letzte hätten wir vielleicht eine ganz knappe Entscheidung gehabt. Von daher, auch das ist eine knappe Entscheidung für mich. Ist das schon okay. So, hier nochmal ein paar Karrierepunkte. Gut, damit ist die Saison zu Ende. Guten Tag. Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass deine Leistung unsere Erwartung übertroffen hat und du bei der Fahrermeisterschaft den 5. Platz erreicht hast. Du und der Teamkollege aus Ericsson haben auch genügend Punkte gesammelt, dass wir in der Konstrukteurrangliste Rang 3 belegen konnten. Wir freuen uns auf noch mehr Fortschritte in der nächsten Saison. Entspann dich jetzt eine Weile. Du hast es dir verdient. Danke, danke. Hey, hast du mal ein Sekündchen? Ich habe gerade das letzte Angebot ausgehandelt. Lust auf einen neuen Vertrag? Na, mal gucken. Teamwechsel. In Anbetracht deiner vorbildlichen Leistung hat sich die Möglichkeit des Teamwechsels eröffnet. Dir stehen mehrere Angebote zur Verfügung. Sieh dir alles an, denk in Ruhe über nach. Jegliche Teams werden hervorgehoben, da sie oft einen besseren Vertrag anbieten. Also eigene Teams soll das wahrscheinlich heißen. Okay. Gut. Das ist auch geil hier, wir sollen wechseln und dann zum zweiten Fahrer werden. Ja, ist klar. Das machen wir natürlich nicht. Wir glauben ja. Wir bleiben unserem Team treu. Super, ich erledige dann den Rest. Gut, danke Süße. So, damit ist die Saison vorbei und wir springen mal in die nächste Saison und schauen, was passiert. So, haben wir nochmal die übliche Übersicht. Das ist jetzt die zweite Saison für uns. Steht ja oben auch, Karriere-Saison 2 abgeschlossen. Erste mit Ferrari, wo man uns dann gefeuert hat. Und jetzt im Sauber. So, da können wir es mal sehen. Hat erstmal schlecht angefangen in Australien. So, dann war es aber, denke ich, dann doch sehr gut. Ne, Bahrain 5., China 16, Russland 2. sogar. So, und dann war unser erster Rennsieg, war sogar ein Heimsieg sogar. Auf dem Hockenheimring und dann im Monza nochmal. Schön Ferrari die Stirn geboten. Yeah! Schön 3 Saisonsiege eingefahren. Perfekt. So, sind das drittschwächste Team allerdings immer noch. Aber wir haben ja auch Ressourcenpoints gespart. So, springen wir mal in die nächste Saison rein. So, hier das Übliche wieder. Ich überlege gerade, ob wir das Qualifying, das können wir eigentlich auch mal abkürzen. Blitz Qualifying finde ich zu wenig. Eine Runde nur zu fahren.
ein kurzes Qualifying. Oh, wisst ihr was, ich versuche das einfach mal, das Blitz-Qualifying. Vielleicht macht das ein bisschen interessanter, dass man nach dem Training gleich sich gleich anstrengen muss. Ja, das machen wir mal. Jo, das lassen wir so. Referenzen, Renneinstellungen. Das lassen wir alles so. Das auch. Und Sessions starten. Session starten. So, neue Saison beginnen. Guten Tag, Christian. Willkommen zum Beginn einer neuen Saison. Es war wohl ein kluger Schachzug, die Entwicklung früh zu stoppen, da du jetzt zusätzlich 862 Ressourcenpunkte verteilen kannst. Yeah! Wir haben hohe Erwartungen und sind uns sicher, dass du eine spannende Saison liefern wirst. Na, da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Da sind wir dann mal wieder in Melbourne. In dem Albert Park, oder wie auch immer. Jedenfalls in Australien. So, jetzt können wir hier ja ordentlich forschen. Wir machen natürlich als erstes mal die Motorenleistung. Zack, Errungenschaft. Dank an das Team haben wir bekommen. So, dann werden wir auch gleich die Treibstoffeffizienz weiterentwickeln. Zack, das Chassisgewicht machen wir auch. Bup. Und dann machen wir noch den Luftwiderstand. Zack. So, damit haben wir noch 440 Ressourcenpunkte über. Jo. Das sieht doch gut aus. Und guck mal, was wir da für einen Sprung machen. Da kommen wir vor McLaren Honda und sogar Scuderia Toro Rosso. Also wir reihen uns ganz knapp hinter Sahara Force India ein. Yeah. Das sieht doch gut aus. Das verspricht einiges. Achso, wir haben weiterhin die Rivalität mit Lewis Hamilton. Alles klar. Okay. Gut. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War doch ein ganz interessantes Rennen von hinten nach vorne zu fahren. Ich freue mich wie immer über ein Abo, Like und einen Kommentar und hoffe euch beim nächsten Video wiederzusehen und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann.